Hey Leute, willkommen zurück. Heute möchte ich einmal mit euch über ein Thema sprechen, was sehr relevant geworden ist in letzter Zeit im gesamten, ich nenne das mal Dating-YouTube-Markt. Natürlich, ich habe in letzter Zeit nicht sehr viele Videos gemacht, aber natürlich habe ich auch Leute mir angeschaut und wir werden jetzt nicht nur über Mensch mit Wert reden, sondern auch über andere YouTube-Channel und mir ist eine Sache aufgefallen, die du optimalerweise vermeiden solltest, wenn du auf irgendeine Art und Weise deinen Erfolg mit Frauen maximieren möchtest. Das, was ich dir jetzt erzähle, war schon immer irgendwie wahr und es war schon immer irgendwie ein Problem, das habe ich auch immer mit Coaching-Teilnehmern festgestellt. Die meisten Männer tendieren generell dazu und man muss da wirklich aufpassen, man kann völlig verloren gehen. Bei uns Männern ist es meistens nicht Instagram oder irgendeine andere Social-Media-Plattform, aber solche Plattformen wie zum Beispiel YouTube, na, ich kenne das auch von mir selber, ich will mich da gar nicht rausnehmen, dass man manchmal einfach irgendwie auf YouTube wirklich über Stunden verloren gehen kann, wenn man da nicht aufpasst und schon hat man irgendwie ganz viel Zeit für sich verschwendet und ist nicht wirklich vorangekommen und diese Tendenz, die ich heutzutage so ein bisschen sehe und das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich diese YouTuber, die ich euch hier jetzt zeige, grundsätzlich nicht mag oder dass ich sagen würde, deren Inhalte sind irgendwie schlecht, aber ich würde sagen, man sollte einfach aufpassen, was man heutzutage so konsumiert oder wie viel man von etwas konsumiert, weil viele der Inhalte heutzutage haben sich von so einer klassischen Flirt-Richtung damals, wo ich angefangen habe, Videos zu machen, das war damals ungefähr 2012, in so eine sehr auch politische Richtung entwickelt. Und natürlich hat auch Politik damit was zu tun. Und natürlich hat das auch was damit zu tun, dass zum Beispiel immer mehr Frauen eher in die linke Richtung gehen, während Männer eher nach rechts tendieren. Politik ist also eine Sache, die mittlerweile schon mitspielt und mitschwingt in diesem ganzen Thema. Aber was wir halt hier auf den Channels von, ich sag mal so, Influencern in diesem Bereich, ja, Männlichkeit, Dating, Mann-Frau-Dynamiken sehen können, sind viele Videos, die so in diese Richtung gehen. Und vielen bei Mensch mit Wert, wie gesagt, nichts gegen den Typen persönlich oder gegen seine Videos. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich will auch gar nicht sagen, dass es auf meinem Channel überhaupt nicht solche Videos geben wird. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich mache mich sicherlich nicht davon frei, dass ich sage, okay, ich würde nicht Videos produzieren, die gute Klicks generieren. Ne? Also absolut. Ich bin auch einfach nur jemand, der unterwegs ist auf dieser Plattform und der sich so ein bisschen an die Spielregeln der Plattform halten muss. Natürlich ist es da so, dass man eben die Videos produziert, von denen man weiß oder bei denen man auch sieht auf seinem Channel, dass die viele Klicks abholen können. Das ist ja ganz klar. Man muss eben um die Aufmerksamkeit der Leute konkurrieren, ansonsten kriegt man nichts vom Kuchen ab. Das ist einfach eine Realität des Videomarktes. Das ist eine YouTube-Realität, genauso wie es eine Social-Media-Realität ist. Und diese Videos oder diese Thematiken kommen eben aktuell sehr gut an. Und wovon ich hier spreche, sind zum Beispiel solche Sachen. Ü30 bekommt Reality-Check, man muss mehr von verdienen, behandle sie nur so. Verstörende Realität, wie die meisten Frauen Männer sehen oder Männer geben sich keine Mühe mehr, über 30 beschwert sich, Männer geben sich keine Mühe mehr. Also viel diese, was ich viel sehe, die Wahl über Single-Mütter und wieso sie problematisch sind. Gutes Beispiel ist auch hier drüben auf dem Channel von Alpha-Mentalität, solche Videos wie westliche Frauen, Stress pur, deswegen bleiben immer mehr Männer lieber Single. Oder da haben wir viele von, darum enden westliche Frauen vermehrt als Single. Also es ist immer so ein bisschen dieses, sich Videos anschauen, auch TikTok-Videos, Instagram-Videos von Frauen, wo sie irgendwie sagen, hey, das sind meine Ansprüche, ich bin 30, ich bin 40 und ich finde keinen Mann mehr, weil wo sind die ganzen guten Männer hin? Alle Männer sind blöd und dann reagieren eben diese Content-Creatoren darauf, indem sie dann davon berichten, ja, du bist ja jetzt 30, deswegen will ich jetzt keinen Mann mehr. Und ich will gar nicht gegen die Logik dieses Arguments argumentieren. Ich will gar nicht gegen die Logik argumentieren, dass natürlich, wenn eine Frau älter wird, sie tendenziell sexueller Marktwert gesehen nicht mehr so gut mit den Frauen mithalten kann, die vielleicht in den 20ern sind, beziehungsweise dass diese Frauen eben von Männern eher präferiert werden. Das haben wir uns auch in vergangenen Studien schon mal angeschaut. Ich möchte gar nicht gegen diese Wahrheit argumentieren, denn ich glaube, das ist tatsächlich so oder man sieht ja auch, das ist so und Frauen werden sich auch irgendwo mit dieser Tatsache abfinden müssen, aber ich glaube, dass der Konsum von solchen Videos dich einfach nicht so richtig voranbringt auf dem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen, sollte das denn dein Ziel sein? Und ich weiß, dass viele Männer in den Kommentaren dann immer sowas schreiben wie, ja, okay, es macht aber auch gar keinen Sinn, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so, die Frauen sind es gar nicht mehr wert, so, das macht gar keinen Sinn mehr, man bekommt eh keine Frau mehr ab, so, westliche Frauen haben zu hohe Ansprüche, um mal wieder
wieder hier so ein bisschen in diese Schiene reinzugrätschen. Und ich finde, was man sich immer fragen muss, wenn man sowas konsumiert, ist, okay, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich, was ist mein Ziel? Möchte ich Frauen kennenlernen? Möchte ich Erfolg mit Frauen haben? Möchte ich, weiß nicht, mit vielen Frauen schlafen? Möchte ich eine feste Beziehung, eine Frau, mit der ich eine Familie gründen kann? Ist es das, was ich möchte? Und wenn das ist, was du möchtest, dann solltest du dich halt wirklich fragen, was bringt es dir, so viele dieser Videos zu konsumieren oder diese Inhalte zu konsumieren? Was bringt es dir, dir Videos anzugucken, wo auf irgendwelche, zum Beispiel hier Instagram-Stories oder was auch immer, von irgendwelchen Frauen reagiert werden oder wird, die sich natürlich, also manche von diesen Instagram-Videos, die man da sieht, sind wirklich eine pure Katastrophe, das bestreite ich gar nicht, aber natürlich spiegelt das nicht die Gesamtheit aller Frauen in Deutschland wider. Und wenn es dein Ziel ist, Frauen kennenzulernen, Erfolg mit Frauen zu haben, dann ist es eben nicht hilfreich, diesem Ziel gegenüber, wenn du dir haufenweise dieser Videos anguckst. Und das ist so ein bisschen wie damals, wo man auch völlig verloren gehen konnte in Flirt-Tipps-Videos. Na, wie kann ich eine Frau ansprechen? Was sind die besten Sätze, die ich sagen kann? Was sind die größten Fehler, die ich machen kann, wenn ich eine Frau kennenlerne? Du kannst natürlich auch völlig lost gehen, was diese Sachen angeht, und dann nie irgendwie unterwegs sein, nie im sozialen Leben unterwegs sein, nie mal eine Frau ansprechen, nie mal vielleicht im Club sein, nie mal in einem Freundeskreis eine Frau kennenlernen. Und dann hat dir das natürlich alles auch gar nichts gebracht. Ne? Der klassische Fall von 90% Theorie und 10% Praxis. Aber das ist noch was anderes, weil du hast dich immerhin mit, ich sag mal, produktiven und positiven Sachen in Richtung dieses Ziels beschäftigt, wohingegen das hier natürlich dafür sorgt, dass du den Eindruck bekommst, okay, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Ich habe letztens mit einem Teilnehmer oder einem zukünftigen Teilnehmer telefoniert, der dann irgendwann, weil er auch viele dieser Inhalte konsumiert, zu der Erkenntnis gekommen ist für sich, okay, es lohnt sich vielleicht gar nicht mehr, hier in Deutschland zu daten. Und ich glaube nicht, dass das korrekt ist, ehrlich gesagt. Aber natürlich kann man auch zu dieser Erkenntnis kommen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Du kannst als Mann natürlich auch für dich zu der Erkenntnis kommen, Dating, das lohnt sich für mich überhaupt nicht. Auch das ist völlig okay. Aber wenn du zu dieser Erkenntnis kommst, dann stellt sich erneut die Frage, warum konsumierst du dann diesen Content? Ne, also wenn du Erfolg mit Frauen haben willst, wenn du dich auf diesen Weg begeben möchtest, dann stellt sich die Frage, warum konsumierst du dann viel von diesem Content? Denn er wird dich auf diesem Weg nicht wirklich voranbringen. Und wenn du dich aber vielleicht auch aufgrund dieses Contents dagegen entschieden hast, dich in dieses Feld zu begeben oder sagst, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr, sich mit Frauen auseinanderzusetzen, dann stellt sich trotzdem die Frage, warum konsumierst du dann diesen Content? Ne, also es ist wahrscheinlich einfach nur so, dass wenn du irgendwie das Gefühl hast, eher, oh, Frauen, das klappt einfach gar nicht und du bist von diesem ganzen Thema genervt und vielleicht hast du auch hier und da eine Ablehnung erfahren und du dir denkst, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Thema, vielleicht fühlt es sich auch dann gut an, wenn man ein Video von einer Ü30-Frau guckt, die irgendwie erzählt, sie kann keine Männer mehr auf dem Datingmarkt finden, vielleicht hast du dann das Gefühl, ja, verdient sehr gut, jetzt ist es wenigstens fair. Das kann ich vom grundsätzlichen Motivationsprinzip auf jeden Fall nachvollziehen, es bringt dich nur einfach nicht weiter. Das heißt, was ich dir sagen will, was ich dir mitgeben will, überleg dir, was willst du in diesem Bereich? Was ist es, was du hier wirklich willst? Willst du vorankommen? Willst du besser werden mit Frauen? Oder hast du für dich entschieden, aufgrund verschiedener, keine Ahnung, Informationsquellen, die du bemüht hast, dass es sich einfach nicht mehr lohnt? Aber in beiden Fällen würde ich dir eben empfehlen, nicht zu viel dieses Contents zu konsumieren, sondern wenn du Erfolg mit Frauen haben möchtest, dann begib dich, dann geh auf die Straße, sprich mal hier da eine Frau an, geh in soziale Zirkel, lern dort Frauen kennen, geh meinetwegen auch in Club Feiern, wenn das was für dich ist. Und versuch da, Frauen kennenzulernen. Arbeite an deiner Attraktivität, um eben attraktiver für Frauen zu sein. Ich spreche nicht nur von physischer Attraktivität, sondern von Attraktivität im Ganzen. Und wenn du dich entschieden hast, hey, ich möchte mich mit diesem Thema nicht weiter auseinandersetzen, dann ist das natürlich auch eine valide Entscheidung. Dann schau eben, okay, was möchte ich denn stattdessen machen? Was sind denn Ziele, die es mir wert sind? Vielleicht möchte ich ein eigenes Unternehmen aufbauen. Vielleicht möchte ich, keine Ahnung, eigennützig oder fremdnützig arbeiten. Also vielleicht in einer Non-Profit-Organisation, um, weiß nicht, so Wert in der Welt zurückzugeben. Vielleicht möchte ich zur Erleuchtung finden und den ganzen Tag meditieren. Dann solltest du dich eben auf diese Ziele konzentrieren, aber dann bringt es dir auch wieder nichts, dich mit solchem Content auseinanderzusetzen. Und sogar, ich sag mal so alteingesessene Leute wie Don John, haben dann schon hier und da mal ein Video, das sich mit solchen Thematiken auseinandersetzt, wobei Don Johns Videos eigentlich immer sehr, sehr praxisfokussiert sind, wie ich finde. Aber auch hier bei Don John gibt es dann manchmal solche Videos, zum Beispiel tätowierte Frauen sind beziehungsuntauglich. Was dann auch teilweise so Sachen sind, die so rein studienmäßig eher schlecht zu belegen sind, aber so ein bisschen in der Manosphäre herumgeistern, würde ich mal sagen. Genau hier, wenn man dich klein halten will, Erfolg mit Frauen hängt davon ab, dein Körper, meine Entscheidung. So sehr politische Themen, gar nicht mal so die Tipps, die dich weiterbringen, sondern Deutsche können nicht flirten, Flirtverhalten von deutschen Frauen. Wie gesagt, Don John macht schon eher so klassischen Content, das finde ich auch sehr gut. Oder hier Matteo, auch sehr gutes Beispiel, der wirklich eigentlich, also Matteo ist ein gutes Beispiel für sehr klassischen Content, ne? 5 Fehler, die deine Dates ruinieren und wie du sie vermeidest. Wenn Frauen das tun, tausche sie das Wort aus, Frauen ansprechen, 4 fatale Fehler. Ne? Und once again,
ich sage gar nicht, dass es Sinn macht, ständig diesen Content zu konsumieren, denn es macht sicherlich viel mehr Sinn, sich 90% in der realen Welt aufzuhalten und dann vielleicht 10% mal ein bisschen Theorie zu konsumieren sozusagen. Aber ich glaube, dass wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und wenn man sagt, ich möchte mehr Erfolg mit Frauen haben, dann sollte man sich tatsächlich eher mit solchem Content auseinandersetzen. Na, das ist jetzt gar nicht gesagt, dass es hier alles gut ist und dass alle Tipps hier top sind. Und ich sage das auch nicht von meinen Videos. Und wie gesagt, ich stelle mich auch nicht hin und sage, ich würde niemals Content machen, der in diese Richtung geht, die ich gerade hier gezeigt habe. Das wird sicherlich passieren oder ich werde sicherlich auch auf Leute reagieren. Na, wie gesagt, ich bin nicht davor gefeit, mich auch mit der Sache auseinandersetzen zu müssen, weil es eben sehr erfolgsversprechend hier ist auf YouTube. Aber dann würde ich dir empfehlen, eher solchen Content hier zu konsumieren, aber eben nicht zu viel Content zu konsumieren, ist sozusagen die Kernbotschaft, die ich dir hier mitgeben will. Und wenn du nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst, wie du besser mit Frauen werden kannst, dann kann ich dir dabei auch helfen. Du kannst mir gerne in der Videobeschreibung ist eine E-Mail-Adresse verlinkt, an der du mir gerne deine aktuelle Situation schreiben kannst. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Was sind deine Probleme? Was sind deine Stolpersteine? Schreib mir das gerne in die E-Mail, die du mir dort unten schicken kannst. Dann werde ich mich bei dir melden und wir können ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen, wo wir zusammen schauen, ob ich dir bei deiner spezifischen Situation weiterhelfen kann. Na, also generell ist einfach so der Trend oder die Richtung, in der sich diese ganze Dating-Männlichkeitsschiene so in letzter Zeit entwickelt. Und wie gesagt, ich kann es diesen Leuten noch überhaupt nicht übel nehmen oder dass man hier, ich sag mal, auf First-Date-Sachen reagiert. Das ist sicherlich eine lustige Sache. Das zieht natürlich auch unglaublich viel Klicks, wie man hier unten sieht. Na, das funktioniert natürlich ganz großartig. Aber ja, es ist halt eben die Frage, was nimmt man selber mit aus diesem mittlerweile, ich will es mal fast irgendwo Unterhaltungskontent nennen, ne? Aber in meiner Wahrnehmung auch relativ negativer Unterhaltungskontent, ne? Also wenn du, wie gesagt, und ich glaube, das mit diesen Reaktionen auf so Instagram- und TikTok-Videos ist eines der besten Beispiele, ne? Das ist hier zum Beispiel Mensch mit Wert, macht das immer in seinen Videos sehr viel, ne? Die Ü30 beschwert sich, dass sie keine Männer mehr finden kann und sowas. Ich glaube, das Problem bei solchen Sachen ist einfach, dass du dann diese paar absoluten Katastrophenfrauen, die es ja wirklich auch gibt auf diesen Social-Media-Plattformen, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, siehst und deren Beiträge siehst und dann irgendwie den Eindruck bekommst, alle Frauen wären so. Und dann ist es natürlich verständlich, dass du dir vielleicht irgendwann sagst, okay, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf Frauen, so, das gebe ich mir nicht, das macht ja gar keinen Sinn mehr, obwohl natürlich nicht alle Frauen so sind, nur weil wir jetzt mal ein paar Instagram-Beispiele uns angeguckt haben von irgendwelchen schrecklichen Frauen. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Und von daher weiß ich halt nicht, wie viel es dir bringt, solchen Content zu konsumieren oder ständig Content zum Thema, weiß nicht, Hypergamie oder anderen Red Pill-Themen zu konsumieren. Ich denke, es macht sehr viel Sinn, diese Grundmechanismen zu verstehen und darauf kann man es dann aber auch beruhen lassen und sich dann angucken, okay, aufgrund dieser Informationen, was ist jetzt meine Schlussfolgerung, was möchte ich jetzt machen, was ist mein Ziel in diesem ganzen Dating-Bereich, möchte ich da besser werden, möchte ich für mich sagen, okay, ich konzentriere mich auf andere Bereiche, völlig valide, aber dann würde ich von übermäßigem Konsum dieses Contents abraten. Aber lass mir gerne in den Kommentaren wissen, was dein Standpunkt dazu ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn dir mein Content gefällt, dann abonniere und aktiviere die Glocke. Das würde mir sehr weiterhelfen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.